So. Ich fange jetzt einfach mal an. Liebe ist die Mutter der Küche, deshalb gibt es auch bei mir. Meine Damen, Sie haben ja Ahnung. Es ist doch so, dass die Putenbrust von Hause her ein bisschen weicher ist als das Putenschnitzel, stimmt's? Wie mache ich es jetzt, dass das Putenschnitzel, also das Geschnetzelte von der Pute, genauso weich wird wie eine Putenbrust? Na, da bin ich ja mal gespannt, weil ich habe keine Ahnung. Nur kurz anbraten, raustun, ne? Kann sein, dass dir keiner hilft? Merkst du. Ey, hallo, wie machst du das denn? Joramann, ja, ja, mach mal. Au! Ah! Vorne noch Spaß. Haben wir eigentlich einen Sanitäter dabei? Wir haben keinen Sani. Boah. Und film mich nicht von der Seite, ich habe ein Doppelkinn. Jetzt hau ab! Haust du ab! Mann, so. Reicht noch nicht. Das ist meine Pfanne. So, für mein Putengeschnetzeltes bin ich hier bei der fachgerechten Zerteilung einer Zwiebel. Natürlich wollten mir die Damen hier von Tupperware schon wieder sagen, dass man das anders macht. Da gibt es bei Tupperware irgend so ein Zwiebelhäckselgerät. Das gucke ich mir dann auch wirklich an, aber jetzt bringt es mich echt mal wirklich aus dem Konzept. Ich muss es jetzt auf die alte, konventionelle Weise machen. Und Sie sehen schon, eine Zwiebel ist schnell geschält. Und hoffentlich schmeckt es auch. Das ist ja. Steffen, kriegst 10 Applaus. Herzlichen Dank. Ich habe ja im Fernsehen gelernt. Der Knoblauch entfaltet seine medizinische Wirkung erst, wenn man ihn schneidet. Also wenn Sie den ins Wasser schmeißen und einfach mitköcheln lassen in irgendeiner Soße oder für eine Brühe einfach unbehandelt rein, wissen Sie alles selbst. Das nützt nichts. Blutdruck senkend, die Wirkung übrigens des Knoblauchs, wenn ich hier zwischen meinen Kochkünsten noch ein bisschen Wissen vermitteln darf. Ist mir schlecht. Auch doch Frauen, wenn man unaufgefordert seine komplette Wissenspalette preisgibt. Der klingelte Telefon. Steffen, das ist garantiert für dich. So, ich gehe jetzt hier mal ran. Tim Melzer, guten Tag. Hallo? Das kann er. Hallo? Blade quatschen. Darf ich mal? Warte mal. Wir nimmst du die Finger weg? Wir kochen und wir haben Publikum. Leg noch mal auf. Die Leitung stimmt nicht. Ruf mich noch mal an. Ja, hallo, ruf mich noch mal an. Tschüss, Miss Peggy. Ruf mich noch mal an. Warum muss man das dreimal sagen? Habt ihr schon dreimal gesagt, ruf mich noch mal an, oder? Weiber. Da hat gerade jemand nebenbei gesagt, das habe ich in meinen schlimmsten Studentenzeiten nicht so gegessen. Naja. Das ohne zu probieren. Dass ich ja, ich habe nichts doch. Probiert. Doch, einmal probiert. Ich habe nichts probiert. Ich habe nichts probiert. Einmal. So, Freunde. Einmal draufkommen. Ich bin fertig. Yeah. Ja, wir sind fertig. Besser kann ich es nicht. Echt? Besser geht nicht. Lecker. Den Rotwein habe ich mit, den so. Trinke ich dann selber. Ole! Oh.